Dieses Video wurde unterstützt durch Kutami Bremen, dein Hobbyshop aus Norddeutschland. Ja, moin moin und ganz herzlich zurück, willkommen auf dem Kanal. Und ja, ich habe nicht nur erzählt, nein, es passiert wirklich so langsam aber sicher ein bisschen was, auch bei den Zwergen. Die Ratten habt ihr schon gesehen, der Christian, der hat ja gut vorgelegt. Und ja, ich bastle ja nach und nach bei den Zwergen immer weiter, wenn dann mal irgendwo Luft ist. Und da sind wir, die Forge Fathers, auf dem aktuellen Stand. Und es ist jetzt noch nicht ganz so viel wie die Ratten, aber ein bisschen was haben wir schon am Start. Ne? Also das ist schon ganz cool. Das Farbmuster, wie bereits bekannt, denn die Militia, die habe ich euch ja schon mal gezeigt. Nur die 20 Jungs hier, die sind jetzt quasi wieder dabei, damit wir einmal hier den Gesamtüberblick haben. Dann haben wir jetzt zwei Einheiten Forge Guard A5, ne? Mit den Anführerlines hier vorne dabei, zu erkennen an dem kupferfarbenen Hahnenkamm, möchte ich mal sagen, ne? Ja, Farbschema, wie gesagt, ist einfach so wie beim letzten Mal. Ich habe jetzt bei den Anführermodellen halt noch so ein bisschen Kupfer dabei genommen, dass das so ein bisschen sich wenigstens unterscheidet. Ganz leicht dann nochmal trocken gebürstet, damit so ein, zwei helle Akzente wenigstens dabei sind. Ansonsten wieder hart gewaschen, ne? Ihr kennt die Nummer. Und ja, wie gesagt, die beiden Einheiten dabei, da haben wir schon ein bisschen Fußvolk, mit ein bisschen besseres Fußvolk. Dann haben wir hier unsere Standard-Militia, wie gesagt, und dann aus der Heavy-Metal-Fraktion, da habe ich so ein paar Sachen angefangen, also diverse angefangen und jetzt auch endlich mal ein paar fertiggestellt. Natürlich, hier zu sehen erstmal der Hutur Half-Track. Und das war auch so eine wilde Nummer. Da waren in der Packung zwei von diesen Schilden von einer Seite. Und da musste ich dann wirklich bei Mantic irgendwie mal anfragen. Und die haben mir natürlich dann auch umgehend ein neues geschickt. Ja, aber hat halt das Ganze so ein bisschen verzögert. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Irgendwie kommt mir die Story gerade sehr bekannt vor. Oder ich habe es einfach meiner Frau dreimal erzählt, das weiß ich nicht. Und ja, das gute Stück, ich finde den irgendwie geil, ne? Unten einmal, ja, deswegen Half-Track. Oh, von unten nicht richtig. Ja, also quasi keine Wash drauf, aber das ist, glaube ich, auch Brause. Ja, was wollte ich sagen? Achso, genau, vorne Reifen, hinten Ketten. Und ich finde, das ist ein cooles Modell, auch Bleischwer, eine richtig geile Qualität. Also wie die Fahrzeuge finde ich ja richtig geil bei Mantic, ne? Die sind brachial. Und ja, der Kollege, der hat natürlich auch noch eine zweite Wumme dabei. Die kann man natürlich dementsprechend wechseln. Und das ist quasi das erste wirkliche Fahrzeug, was dann fertig ist. Also es werden noch Fahrzeuge kommen, also gerade jetzt mit dem neuen Annihilation-Modus, da ist das ja vielleicht auch ein bisschen von Mantic forciert, dass man sich so ein paar Panzer oder so mal holt, ne? Und ja, dann haben wir die einen Ancestors und die habe ich da gleich 5 Mannequins am Start, ne? Die Jungs, die sind, ja, also quasi in den Strikeforce-Boxen ist ja immer die Variante einmal Hammer, einmal Wumme. Und der Kollege ist halt hier aus der Strikeforce-Box, ne? Unschwer zu erkennen. Das ist auch wieder so ein Bausatz, ich sage euch das ja immer wieder, wenn ihr hier quasi bauen wollt, dann packt euch auf alle Fälle Sekundenkleber dabei, weil hier war einmal Plastik und dann war einmal MDF-Base und dann war einmal Resin, ein Arm. Ich weiß gar nicht mehr, welches war, ich glaube der Hammer war Resin. Und ja, deswegen, da müsst ihr halt immer gucken, dass er die Dinger dann auch zusammen getackert kriegt und mit reinem, rein normalen Modellbaukleber, dem Plastikkleber, da ja, ist das immer so eine Sache, ne? Ja, der Kollege hier, ne, wie gesagt, Hammer und Wumme haben wir zweimal am Start. Farbschema wie gehabt, ne? Ich finde das Blau ganz geil und ja, dieses Cleane, wie gesagt, wenn die im Krieg da irgendwo die ganze Zeit rumeiern, klar, wenn sie frisch aus der Fabrik sind, dann mögen sie vielleicht noch glänzend sein, aber wenn man dann auf dem Schlachtfeld der Ehre dann irgendwie da so ja, rumballert und durch den Dreck marschiert und auch vielleicht mal die ein oder andere Hydraulik ja, quasi oder Schläuche undicht werden, dann läuft da halt schon mal ein bisschen Öl runter, wie man das hier unten sieht. An seinem Penisschutz. Und ja, ne, das halt dazu. Dann leichte silberne und Kupferakzente, aber nichts Übertriebenes. Die Augen grün, weil wie gesagt, orange fand ich jetzt irgendwie nicht so geil. Die Augen fand ich in grün sowieso geil. Und das Blau, finde ich, passt ganz cool zu den Bergkristallen oder Rohstoffen oder was auch immer, weil für mich, ne, also die Schmiedeväter, Zwerge haben immer irgendwie was mit den Bergen zu tun und
ja, mit Mineralabbau, Rohstoffabbau und ja, das ist in meinem Kopf so. Deswegen gibt es hier auch von der Base-Gestaltung her passend diese blauen Kristalle hier, die sich dann so ein bisschen farblich in dem Muster wiederfinden, hatte ich ja schon mal gesagt. Ja, ne, wie gesagt, das ist der zweite Kollege davon. Dann haben wir einmal hier den Doppelhammer, ne? Das ist nicht zu verwechseln mit dem Berliner Dilettantenstadel mit dem Doppelwumms. Nein, das ist hier ist der Doppelhammer. So, ne? Da haben wir die zwei Hämmer am Start. Und ja, unschwer zu erkennen. Finde ich auch ganz cool. Ne? Wer hätte das gedacht? Nahkämpfer-Typ. Und ich glaube, der Dude, der macht sich, wenn er rankommt, dann auch ganz gut in der Nummer. Und ja, ihr habt halt immer quasi die Option, euch die frei auszusuchen, wenn ihr müsst halt gucken, welchen ihr euch holt, ne? Also die das ist immer linker am rechter haben, dann müsst ihr schon gucken. Und dann natürlich der Kollege, der mir hoffentlich am meisten bringt und in die Karten spielt, weil ich bin ja eigentlich so der Fernkampfmensch, ne? Zweimal Wumme, ne? Zweimal Doppelwumme sogar und auch Farbschema genauso und ja, was soll ich sagen? Die Jungs, da habe ich schon richtig Bock drauf, mit denen dann mal irgendwie nach vorne zu marschieren. Oder beziehungsweise nicht so weit nach vorne zu marschieren und dann einfach mal ratatat und so, ne? Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ja, das ist der Stand. Kurz und knackig mal, ne? Nachdem die Ratten vorgelegt haben, wollte ich mal so ein bisschen nachlegen, damit ihr mal seht, wo der Stand der Zwerge ist. Und ja, im Moment habe ich in der Schmiede noch einiges an Schwermetall. Da haben wir noch so ein bisschen was zu bieten. Das braucht aber natürlich alles seine Zeit. Und die ist ja wie bekannt sehr knapp. Und da werde ich jetzt aber ein bisschen zusehen. Und parallel werde ich dann so ein bisschen Fließbandarbeit leisten, weil ja auch noch ein bisschen Fußvolk in den Boxen noch drin war. Und die Modelle auch gerade, ein, zwei Panzer habe ich dann halt noch, die dann sind. Und die kleinen Modelle aus den Strikeforce-Boxen, das wollte ich sagen, die müssen ja auch noch bemalt werden. Das ist halt irgendwie wirklich Fließbandarbeit. Ne? Also ich bin dann auch nicht einer, der erst zwei, drei Miniaturen komplett fertig malt. Ich mache das dann wirklich so ganz stumpf, alle Stiefel. Dann, wenn alle durch sind, alle Schulterpolster und, ne? Wie das dann halt so ist. Die klassische Fließbandarbeit hat den Vorteil, dass man dann sich abends einfach mal ganz stumpf eine Viertelstunde, wenn man nur 10 Minuten, eine Viertelstunde hat, dann kann man auch trotzdem was schaffen und muss nicht erst irgendwie, ne, Farben groß anmischen oder so. Man nimmt halt eine Farbe und macht so viele Modelle, bis dann irgendwie die Zeit vorbei ist, die man sich selbst dafür gegeben hat. Und dann schafft man aber trotzdem was. Klar, es steht zwar ewig rum und da danke ich auch meiner Frau, dass es ewig rumstehen darf. Weil wenn ihr immer alles wegräumen müsst, dann ist das natürlich auch blöde. Aber so, ihr malt ein bisschen, stellt das an eine Ecke und den nächsten Tag, wenn ihr wieder Zeit habt oder übernächsten Tag, dann malt er wieder. Klar, es ist ewig, sieht es aus, als würde gar nichts passieren. Also nach und nach, also ne, Grundieren ist ja hierbei bei dem Farbschema schon mal geil und generell auch bei Mantic, die bemalten, die haben ja sehr, sehr viel in der Grundfarbe, auch die Fahrzeuge, da sind halt ein paar Farbakzente und hier halt die Schulterpanzer, die Augen dann halt irgendwie in grün, den habe ich wie gesagt noch ein bisschen Kupfer verpasst, damit er sich so ein bisschen abhebt und ansonsten seid ihr nämlich ziemlich schnell davon ab von der Sache, die Waffen schwarz, ein bisschen bürsten, ja, dann wie gesagt, ich bin ja der Ultra-Washer hier, ne, damit die auch schön schmutzig aussehen, dann werden die gewascht, dann werden sie nochmal trocken gebürstet, versiegelt, fertig und das, ja, da ich leider kein schneller Maler bin, dauert das bei mir auch eine Zeit, aber es ist halt schon eine fixe Nummer und das ist schon, finde ich schon ganz cool. Ja, bei diesen hier habe ich da mal bei den Schuhen ein bisschen was anderes gemacht, weil die sahen für mich so aus, als von den Rüstungen irgendwie, dachte ich, die kriegen wir richtig pushen, das sieht aus hier voll wie so Schuhe von so Stahlarbeitern, ne? Wenn man hier immer die Videos sieht, wenn es um energieintensive Unternehmen geht und dann steht da einer in seiner vollen Montur und schaufelt da irgendwie und kippt da Stahl durch die Gegend und die Funken fliegen und irgendwie die Schuhe, die sehen einfach danach aus. Die habe ich dann in einem anderen Blau gemacht und dann so ein bisschen silbrig, dass die ja halt doch wirklich wie Metall pushen wirken und ja, das so als kleines Schmankerl für die etwas besser situierten Truppen hier. Ja, wie gesagt, das hier ist eher so das Fußvolk, ne? Braucht man auch auf jeden Fall, das ist etwas besser. Hier natürlich schon etwas mehr und natürlich der Kollege, der gefällt mir auch und ja, es folgt noch einiges. Christian ist bei den Ratten auch weiter dran. Und wir werden dann auch dann mal zusehen, dass wir zeitnah mal ein Spiel an die Kette kriegen. Und natürlich auch, dass wir auch dann, wenn wir da weiterkommen mit dem Malen, auch mal ein punktstarkes Spiel an die Kette kriegen. Da habe ich nämlich auch richtig Bock, dass man, weil es spielt sich schnell. Das ist ja das Schöne bei Firefight, ne? Allein durch dieses Leader-Movement, dass man Leader hinstellt, die anderen einfach in die Community, ne? In den Bubble rundherum.
Und dass man dann irgendwie ballert, man muss halt nur einmal messen. Alle anderen Waffen, die in Reichweite sind, ne, egal ob er, wenn er jetzt hier steht, der Leader aber, was weiß ich, zum Beispiel hier vorne, ne, und der Leader sieht das Ziel und kann auf das Ziel feuern von der Reichweite her und seine Waffe quasi hätte die Reichweite auch, dann würde das alles, ne, ihr wisst, was ich meine, man misst einfach vom Leader und es beschleunigt die ganze Sache und deswegen, da punktstarke Spiele stelle ich mir richtig geil vor. Ich kann mich noch irgendwie an meine Warhammer-Zeiten erinnern, da waren punktstarke Spiele echt mal tagesfüllend, gerade wenn man nicht ganz so regelfest ist und das ist so eher so mein Ding, ne? Und ja, da bietet sich natürlich Firefight an, dass man da einfach mal ein bisschen Gas geben kann, weil ja, schnell bewegen, schnell schießen und ja, ich bin erstmal soweit ganz glücklich. Natürlich kommen da noch welche. Und jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich die überhaupt hier in meinen schon recht vollen Regalen unterkriege. Die Jungs, für die Ratten habe ich schon was freigeräumt. Und die stehen auch schon artig im Regal. Aber für die Jungs muss ich mir erstmal noch was überlegen. Die wohnen im Moment nämlich aktuell noch in einer Kiste. Das ist natürlich kein repräsentativer und würdiger Ort für die ehrwürdigen Forge-Fathers. Deswegen werde ich die mal auspacken und irgendwo ins Regal stellen. Und das Problem ist ja, die brauchen ja dann ein bisschen mehr Platz, weil da kommt ja nochmal gut was dabei. Auch allein die Fahrzeuge, die brauchen ja nochmal Platz und das ganze Fußvolk, was noch kommt. Aktuell läuft ein interessanter Kickstarter. Also, ich weiß ja doch das Video, doch, ich werde das relativ zeitnah posten. Läuft ein Kickstarter, wo ihr für die IKEA Kallax Regale Einsätze kriegen könnt. Die kosten 45 Euro. Da habt ihr dann einfach 2 bis 3 Etagen und könnt dann halt viele, viele Minis pro Quadrat da reinkloppen. Finde ich ganz interessant, aber für 45 Euro und ich glaube, das kommt aus Mexiko, also plus Versand. Ich weiß nicht. Ich habe ja eh keinen Kallax und ich hatte mal überlegt, umzusteigen. Generell, die Regale sind vom Preis okay. Die Einsätze machen halt die Musik, ne? Und die Kohle und da, ja, das ist ein anderes Thema zum Thema Storage und Verwahrung von Miniaturen. Hatte ich ja schon mal was zu gemacht, aber ja, da könnte man bei Gelegenheit, wenn es dann irgendwann soweit ist, könnte man da vielleicht auch mal drüber reden. Aber, ja, das jetzt erstmal zu den Zwergen. Ich hoffe, euch gefallen sie. Nur mal so als kleines Lebenszeichen zwischendurch, dass er nicht denkt, das ist irgendwo in der Versenkung verschwunden. Nein, wir arbeiten fleißig dran, immer, wenn wir gerade mal können. Und ja, ich habe auch noch andere spannende Sachen für euch. Zum Beispiel wird es demnächst was von Rapture wieder geben. Jawohl. Da sind nämlich neue Einheiten rausgekommen und da kriege ich ein Care-Paket. Und ja, ich habe richtig Bock drauf. Ich freue mich da auch schon richtig drauf. Und ja, wie immer, es gibt viel zu tun. Packen wir es an. Ich wünsche euch was. Und viel Spaß bei allem, was ihr tut. Gehabt euch wohl. Und ihr wisst ja, wenn ihr mich unterstützen wollt und den Wizard glücklich machen wollt, mit einem Daumen, mit einem Abo und ganz besonders natürlich auch mit Patreon für noch mehr schöne Sachen, die ich euch hier zeigen kann. In diesem Sinne, habt viel Spaß. Ich bin raus. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.